Diesmal will ich euch von einer Studie zur Entwicklung der Sprache erzählen. Ich habe Reisen in die nahe Zukunft gemacht, bin aber auch über 1000 Jahre weit gereist, um zu sehen, wie sich die Sprache in der Zukunft entwickelt. Ein Thema habe ich mir besonders genau angesehen: Emoticons. Emoticons übernahmen einen immer wichtigeren Teil der schriftlichen Kommunikation. Im Jahre 2021 wurden sie so wichtig für das Verständnis von Texten, dass auch gedruckte Zeitungen, Magazine und Bücher nicht mehr ohne sie auskamen, da besonders Jugendliche Texte ohne Emoticons einfach nicht mehr verstehen konnten. Auch vor Klassikern machte diese Entwicklung nicht Halt. Auch in der verbalen Kommunikation verbreitete sich das Emoticon. Die Smartware der Zukunft analysierte das Gesprochene und gab dies auf einem Display mit Hilfe von Emoticons wieder. Ein paar Jahrzehnte später konnten schon ganze Sätze in einem Emoticon wiedergegeben werden. Dieses Emoticon sagt beispielsweise aus: Wir treffen uns um 7:30 vorm Rewe an der Zülpicher, während dieses Emoticon so viel bedeutet wie: Ich lasse mich scheiden und nehme die Kinder. 1200 Jahre später hatte sich aus den ehemaligen Emoticons eine ganz neue Schriftsprache entwickelt, für die wieder eigene Emoticons benötigt wurden. Das war's wieder aus dem Tagebuch eines Zeitreisenden. Wenn es euch gefallen hat, dann klickt doch einfach auf den Daumen nach oben oder lasst einen Kommentar da. Und ihr könnt auch gerne abonnieren, dann verpasst ihr auch die nächste Folge nicht. Bis dahin, ciao!